Okay, wenn ihr diesen Titel liest und das Thumbnail gesehen habt, dann werdet ihr denken, meine Freunde, dass es sich hier um Satire oder irgendeinen Clickbait handelt. Aber nein, heute geht es nicht um irgendeine X-Factor-Show, heute geht es um nichts als die Wahrheit. Eine Regenbogenkappe. Die heilige Regenbogen-Kaaba von Deutschland ist das zentrale Heiligtum des neuen liberalen Regenbogen-Islams. Wir wollen für LGBT-Muslime die Pilgerorte der heiligen Stadt Mekka aus Saudi-Arabien in Deutschland nachbauen. Ich habe lange überlegt, ob ich dieses Video machen soll, da diese Leute, um die es heute geht, genau das erreichen wollten. Aber ich habe keine andere Wahl. Es gibt eine sogenannte Documenta. Das ist... Hört genau zu. Die Documenta ist die weltweit bedeutendste Reihe von Ausstellungen für zeitgenössische Kunst. Und auf dieser sogenannten Documenta wurde eine Regenbogenkaaba aufgestellt. Das ist kein Witz. Dieses Jahr. Damit ihr das Ganze aber versteht, weil viele von euch wahrscheinlich sich jetzt fragen werden, was überhaupt eine Kaaba ist. Eine Kaaba ist dieses schwarze viereckige Gebäude, was in Mekka steht und was für die Muslime der Ort ist, wo sie pilgern gehen. Es ist einer der 5 Säulen des Islams. Das bedeutet, wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, ist es so ziemlich einer der wichtigsten Gebäude der Muslime. Wenn nicht das Wichtigste sogar. Und da ihr diese Informationen jetzt habt, könnt ihr wahrscheinlich verstehen, wie krank das Ganze ist, eine bunte Kaaba aufzustellen. Und das hat nichts mit Toleranz zu tun. Das ist wirklich zu 100% Religionsfeindlichkeit und mehr nicht. Das habe nicht nur ich gesagt, das haben Dutzende andere sogar aus der LGBTQ-Community gesagt, dass das viel zu weit geht. Es hat einen riesen Eklat ausgelöst, es hat einen Skandal ausgelöst, tausende Menschen haben sich verletzt gefühlt. Viele haben Videos dazu gemacht, zum Beispiel auf TikTok und so weiter. Ich habe sogar ein TikTok-Video gesehen von einem, ich glaube, er war Moslem und Teil der LGBTQ-Community. Ich habe keine Ahnung, aber er hat ein gutes Video dazu gemacht. Könnt ihr hier kurz sehen, einen Ausschnitt. Gerade gesagt hat, Muslime, die LGBT sind, machen genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Das Schlauste, was also die Umma jetzt tun kann, ist das gekonnt zu ignorieren. Und er hat es eigentlich perfekt zusammengefasst. Muslime, die zur LGBTQ-Community gehören, machen genau das Gleiche wie normale Muslime. Was heißt normal? Also ich... Wie halt Heteromuslime. Nicht, dass es jemand falsch versteht. Man wird ja heutzutage für alles falsch verstanden. Es gibt keinen Unterschied. Normale Muslime müssen nach Mekka dort pilgern. Und LGBTQ-Muslime genauso. Indem man eine LGBTQ-Kaaba aufbaut, diskriminiert man nicht nur die Muslime, sondern schließt gleichzeitig die LGBTQ-Menschen aus. Man stellt sie hin als Menschen zweiter Klasse oder als andere Menschen oder was auch immer. Das Zeichen davon, dass man gegen Homophobie steht, das kann man ja irgendwo nachvollziehen. Das ist wichtig. Aber in der Art und Weise, wie man es da macht, wie kommt man auf so welche Ideen? Die Stadt Kassel, wo das Ganze stattfindet, hat das Ganze sogar abgelehnt von diesemjenigen, und zwar dem sogenannten Oliver Binkowski, der das Ganze bewerkstelligt hat. Er hat dann eine Spendenaktion gestartet, hat versucht, das trotzdem hinzukriegen irgendwie. Ist auch lustig zu sehen, dass ein Nicht-Moslem das gemacht hat, weil ich bin mir ziemlich sicher, ein Moslem würde sowas niemals machen. Und jetzt wird es noch viel schlimmer. Ich dachte, das ist schon alles. Nein, nein, nein. Ich habe einen Beitrag gefunden. Jetzt haltet euch fest. Wir wollen die LGBTQ-Muslime, ein Pilgerort der heiligen Stadt Mekka in Deutschland nachbauen. Dass das Ganze keinen Sinn ergeben hat, habe ich euch schon erklärt, weil einer der 5 Säulen im Islam ist es, nach Mekka zu pilgern. Und LGBTQ-Muslime sind normale Muslime. Einfach so vom Fundament macht das gar keinen Sinn. Aber es wird noch schlimmer. Aus in Deutschland nachbauen und reformieren den Islam mit neuem Koran und Propheten. Was? Mit neuem Koran? Was wollen diese Leute denn noch alles machen? Die wollen einfach Islam 2.0. Das Ding ist, das ist noch nicht mal lustig. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ich stelle mir immer vor, was wäre passiert, wenn das zum Beispiel, also wie respektlos das Ganze ist und was wäre passiert, hätte man das mit einem Christentum gemacht. Okay, als nicht religiöser Mensch kann man vielleicht oder als nicht Muslim kann man das vielleicht nicht nachvollziehen, wie hart das die Muslime trifft. Aber kann man nicht anders gegen Homophobie kämpfen? Und das Komischste an der ganzen Geschichte, haltet euch jetzt fest, er sagt, das ist nicht nur gegen Homophobie, sondern auch noch hauptsächlich gegen Antisemitismus. Diese Regenbogenkaaba. Wir reden über eine Regenbogenkaaba. Antisemitismus. Ganz kurz, wissen die Leute überhaupt heutzutage, wenn sie mit diesem Begriff umherschmeißen, was das überhaupt bedeutet? Antisemitismus? Judenfeindlichkeit?
Weiß er das? Sollen jetzt Juden bei einer LGBTQ-Kaaba pilgern gehen? Ist dieser Typ von allen guten Geistern befreit? Was haben jetzt die armen Juden damit zu tun? Die haben ihre eigene Religion, das Judentum, das sie ausleben. Und dieser Typ setzt sie jetzt in Verbindung mit dieser Regenbogen-Kaaba. Inwieweit soll das gegen Antisemitismus? Ich verstehe es nicht. Mein Gehirn platzt. Ich habe so viele Leute gefragt. Versteht ihr diesen Zusammenhang? Keiner hat es verstanden. Wie kämpft man so gegen Homophobie und Antisemitismus im Islam? Dieser Oliver Benkowski, der das Ganze auf die Beine gestellt hat, hat anscheinend keine Ahnung vom Judentum, vom Islam, generell von allen Religionen, weil der Ganze einfach nicht versteht, glaube ich erstmal, was Antisemitismus ist und was das Judentum generell ist. Und zweitens glaube ich auch nicht sich eine Sekunde mit dem Islam beschäftigt hat. Ich meine, die fünf Säulen des Islams habe ich, glaube ich, wann hatte ich das in der Schule? Wann hat man Religionsunterricht das erste Mal? Dritte Klasse? Fünfte Klasse? Da habe ich gelernt, was die fünf Säulen des Islams sind. Und da steht drin, dass man nach Mekka zu der Kaaba pilgern gehen muss. Weil das nicht einfach irgendein Gebäude ist, was man nachbauen kann. Das weiß jeder, dass das kein Gebäude ist, was man nachbauen kann. Was macht er? Er baut es nicht nur nach, sondern damit die Respektlosigkeit überboten wird, macht er es noch LGBTQ-farbig. Geil. Stark gemacht. Hauptsache sich ein bisschen mit der Religion auseinandersetzen, sich ein bisschen mit Antisemitismus, Diskriminierung und so weiter. Nein, einfach Hauptsache die Muslime provozieren wollen, damit sie vielleicht das ein oder andere Wort verlieren aus Emotionen heraus. Anders kann es mir nicht erklären. Aufmerksamkeit wollte man generieren. Hier hast du die Aufmerksamkeit. Herzlichen Glückwunsch. Auf dem Rücken von den Gefühlen der Menschen. Sehr gut gemacht. Hast du bei der Diskriminierung geholfen? Hast du nicht. Du hast wahrscheinlich die Homophobie noch befeuert, da die Muslime wieder ein Feindbild bekommen haben, das ihre Religion angreift. Und zwar die bunte Kaaba. Was so lost ist, anstatt die Muslime zu versuchen, zusammenzubringen, anstatt zu versuchen, wirklich gegen Homophobie zu kämpfen. Also was von vielen muslimischen jungen Leuten sogar ein Problem ist, Homophobie, weil sie glauben, dass man diese Menschen diskriminieren darf. Warum geht man das Problem nicht an der Wurzel an? Warum klärt man nicht auf? Warum macht man sowas? Und jetzt habe ich gesehen, hunderte Muslime haten diesen Typen. Hunderte Muslime sind sauer. Er hat einfach nichts bewirkt. Nichts außer Hass. Dankeschön. Danke für noch mehr Hass. Wirklich, als ich das gesehen habe, ne, ich dachte erstmal, das ist bestimmt nicht eine Nachbildung von der Kaaba. Es übertreiben wieder alle. Ich dachte, ja, der eine oder andere Moslem interpretiert sich da etwas rein. So nichts gegen die Muslime, wenn ich sage so Moslem, ne, nicht falsch verstehen. Aber ich dachte, die ein oder andere Muslime interpretieren sich da wieder irgendwas rein. Irgendein Hirngespinst. Weil ich dachte, es ist vielleicht einfach nur ein Viereck. Und dann sehe ich so welche Bilder zum Beispiel. Ganz klar eine Kaaba oder die Idee dahinter habe ich gesehen. Und da habe ich gesehen, dass dieser Typ darauf besteht. Das ist kein Witz. Ich weiß, ich wünschte, ich könnte sagen, dieses Video war Satire. Alles geprankt. Das ist gar nicht die Kaaba, das ist nur ein bunter Viereck aus Fortnite, aber ist es nicht. Deswegen, ich will gar nicht so lange reden, ich bin sehr, sehr schockiert, dass sowas im Jahr 2022 möglich ist und passiert, obwohl wir so viel Wert auf Toleranz legen. Abschließend kann ich nur dazu sagen, dass so welchen Leuten wie Oliver gar keine Bühne geboten werden sollte. Vielleicht irgendwelchen Aktivisten oder Menschenrechtlern, die wirklich für das Richtige kämpfen, die wirklich gegen Homophobie kämpfen, die wirklich Muslime mit LGBTQ-Menschen zusammensetzen und zusammenbringen. Und das hat nichts mit einer liberalen Moschee zu tun oder anderen Leuten, die einfach nur provozieren wollen. Das hat etwas mit Menschen zu tun, die offener werden wollen. Menschen, die aufklären wollen. Menschen, die die breite Masse an Muslimen zusammenbringen wollen. Und nicht Menschen, die neue Feindbilder kreieren und noch mehr Hass in die Gesellschaft, inmitten der Gesellschaft positionieren wollen. Deswegen kann ich nur in dem Sinne sagen, wenn jemand Homophobie bekämpfen will, dann nicht so definitiv. Ich glaube, darüber sind wir uns alle einig. Und ja, was soll ich dazu sagen, Digga? Also tut mir leid an alle Muslime da draußen. Ich kann euren Schmerz nachvollziehen. Sehr, sehr eklige Aktion. In dem Sinne, verbreitet dieses Video, damit wir genau die andere Message verbreiten. Und zwar gegen Homophobie mit dem richtigen Islam. Auf jeden Fall, verbreitet diese Message, verbreitet dieses Video. Lasst ein Like da, Kommentar, wie immer. Ihr wisst Bescheid, brauche ich gar nicht mehr sagen. Ich liebe euch alle und ja, wir sehen uns Dienstag 18 Uhr dann beim nächsten Video. Donnerstag 18 Uhr. Ciao.